Baumann, der Politalk ist im Shore. Es war heute FDP-Veranstaltung und die hieß Politik mit Charakter. Und wer hat mehr Charakter als der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement? Schönen guten Abend. Danke, dass Sie sich jetzt noch kurz die Zeit nehmen. Sie sind am 25. November 2008 aus der FDP SPD ausgetreten, in die FDP eingetreten. Was waren Ihre Gründe? Ich bin nicht in die FDP eingetreten. Ich gehöre keiner Partei an. Aber Sie unterstützen sie? Ich unterstütze die FDP, weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir eine liberale Partei sowohl auf der Bundesebene, da ist es jetzt geschehen, aber eben auch auf der Länderebene haben, die ein bisschen mehr Distanz gegenüber dem Staat einhält, sowohl in der Sicherheitspolitik als auch in der Wirtschaftspolitik, auf allen Feldern. Nicht der Staat hat die Priorität, sondern die Bürgerinnen und Bürger. Und deshalb ist es wichtig, dass es wenigstens eine Partei gibt in allen Parlamenten, die da auf diesen Grundsatz achtet und auch ganz konkret für seine Realisierung eintritt. Aber die SPD war ja auch ganz schön. Sie waren ja unter Gerhard Schröder dabei. Warum hat sie nicht mehr gefallen? Nicht eine Frage des Gefallens, sondern eine Frage der Politik, wenn man zustimmen kann oder nicht. Und die SPD heute ist eine Partei, die sich völlig auf die alte Sozialpolitik stützt, die alte Reparaturpolitik, die nicht mehr funktioniert. Und das hat sich ja in der Agenda-Politik gezeigt, die dringend geändert werden musste. Das haben wir in der Regierung Schröder, in der zweiten Regierung Schröder getan. Und das ist die heutige SPD ist davon wieder abzurücken, statt das zu tun, was notwendig ist, nämlich Bildungspolitik, Bildungsreformen und Bildungsinvestitionen zu mobilisieren. Bildungspolitik, das ist heute die beste Arbeitsmarktpolitik. Und das hat die SPD bis heute nicht begriffen. In vielen anderen Feldern gibt es schon gute Gründe dafür, dass die SPD heute so im Absturz ist. Und im Moment fällt mir auch nicht ein, wie sie aus dieser Abwärtsspirale herauskommen soll. Momentan gibt es keine Anzeichen dafür, dass sie das schafft. Wahrscheinlich wird sie das auch eher erreichen können, wenn sie aus der jetzigen Großen Koalition ausscheidet, denn die ist erkennbar am Ende ihrer Kräfte. Die hatten sich vor allem die Führungspersonen völlig ineinander verharrt. Ich möchte jetzt eine kleine Zeitreise machen. Im Juni 2004, da wollten Sie als Wirtschaftsminister zurücktreten, falls die von Ihnen geplante Arbeitsmarktreform nicht umgesetzt würde. Wir schauen jetzt in den Bundestag oder in die Bundesregierung, wenn wir jetzt betrachten, sehen Sie da irgendeinen Politiker in der Bundesregierung, der auch sowas machen könnte, der sagt, ich trete zurück? Ja, natürlich gibt es das, ich kann aber nicht beurteilen. Ich hoffe, dass jetzt die jetzige Regierung abtritt. Die muss den Weg für Neuwahlen freimachen. Die sind einfach verhakt ineinander, die bringen nichts mehr voran. Wir haben aberwitzige Diskussionen, aberwitzige Entscheidungen, wie jetzt über Herrn Maaßen. Eine Regierung, die in einem solchen Zustand ist und sich nur noch von Krise zu Krise krabbelt, und zwar zu den Krisen um nichtigste Gründe. Nicht um die Zukunft unseres Landes, sondern um alberne Definitionsfragen und Interpretationsfragen. Eine solche Regierung, die ist verbraucht. Die muss Schluss machen und die soll den Weg frei machen für Neuwahlen. Dann können alle sich bewerben um Wähler. Wir haben jetzt 12 Monate nach der Bundestagswahl und wir haben noch nicht wirklich an substanziellen Veränderungen in Richtung Zukunftsfähigkeit des Landes zu Wege gebracht. Weder in der Bildungspolitik, wir haben das Einzige, was die jetzige Bundesregierung geschafft hat, ist eine riesen Geldmenge in das Rentensystem zu transferieren, das aber von wem bezahlt werden muss, von den Steuerzahlern und vor allem von den aktiven Beitragszahlern. Und das ist eine Politik, die so auf die Dauer nicht durchzuhalten ist. Die jetzige Regierung droht, das durchhalten zu wollen, das kann ich nur sagen. Appellieren an die Wählerinnen und Wähler, versucht, das zu stoppen. Sie haben viel erlebt. Auf welchen politischen Erfolg sind Sie besonders stolz? Wo können Sie sagen, das ist mein Werk? Will ich gar nicht sagen. Nichts davon ist mein Werk, sondern es ist ja alles eine Arbeit, die im Zusammenhang mit anderen getan worden ist. Das Wichtigste war aus meiner Sicht auf der Bundesebene natürlich die Agenda 2010, die tiefgreifenden Veränderungen geführt. Aber wie gesagt, das ist keineswegs mein Werk, sondern das ist ja ein Werk von vielen, aber ich bin glücklich, dass ich dabei mitgewirkt habe. Das klingt gut. Jetzt zur aktuellen Regierung. Jetzt sitzt die AfD zum ersten Mal im Bundestag. Keiner weiß, wie man mit ihr umgehen soll. Wie beurteilen Sie diesen Rechtsruck in Deutschland, in Europa, der jetzt immer wieder am Kommen ist? Wir haben einen gewissen Ruck zum Populismus in Deutschland, in Europa, das stimmt. Wir haben das auch in Deutschland. Man wird die AfD nicht bekämpfen können, indem man sie beschimpft. In Wahrheit geht es am besten, man ignoriert sie.
und arbeitet vernünftig an Fortschritten für die Gesellschaft, die auch erkennbar sind. Das heißt, die Bürger müssen mitvollziehen können und mitvollziehen wollen, in ihren Mehrheiten jeweils, was die Regierung will. Und da bin ich überzeugt, da rangiert aus der Sicht der meisten Bürger die Bildungspolitik. Sie ist in Deutschland unterbelichtet. Sie ist vor allen Dingen auch unterfinanziert und deshalb braucht es hier gravierende Veränderungen. Solche Politik, konkrete Schritte voran, die werden die AfD überflüssig machen, aber nicht das Geschimpfe hin und zurück, das dient niemandem und ist nur der Austausch von Schlagworten. Zum Abschluss noch Hans-Georg Maaßen, der Mann ist gerade in den Medien, er ist jetzt befördert worden ins Innenministerium mit dem Schwerpunkt Sicherheit. Wer ist jetzt der größte Verlierer in diesem Streit? Die deutsche Politik. Frau Merkel, Herr Seehofer und Frau Nahles. Wobei Herr Seehofer wird sich doch freuen. Das sind die Verlierer. Nein, der wird sich nicht freuen. Ich weiß nicht, ich glaube, er wird noch nach dem 14. Oktober wird ihm die Freude wahrscheinlich vergehen. Ich weiß es nicht, aber ich bin ziemlich sicher, dass die Wählerinnen und Wähler Konsequenzen ziehen aus dem, was sie erleben. Und die CSU scheitert ja nicht am Zustand der Landschaft in Bayern. Sie scheitert nicht an Bayern. Sie scheitert an sich selbst, und zwar an ihrer Führung. Und dafür sind in erster Linie Herr Seehofer und Herr Seehofer verantwortlich. Und sie werden, wenn sie jetzt scheitert, heißt auf hohem Niveau natürlich, aber wenn sie die absolute Mehrheit verfehlt, vielleicht sogar klar verfehlt, dann wird das bei ihnen zu Konsequenzen führen. Und die sind offensichtlich auch möglich. Cool. Ich danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Alles Gute. Kommen Sie gut rein und danke für die Zeit.